Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Live-Reaction. Wir gucken uns heute die Pokémon Presents vom 27. Februar 2022 an. Es gibt einige Sachen, die durchaus möglich wären, dass wir sie heute bekommen. Ich liste mal kurz auf, was ich gut fände, was ich schlecht fände und wo ich so neutral stehe. Also, ich denke, ich muss nicht erwähnen, Träumchen wäre für mich alles, was mit Mystery Dungeon zusammenhängt. An allererster Stelle ein neues Pokémon Mystery Dungeon Game. An zweiter Stelle ein Explorers Remake. Dann, was auch leicht theorisiert wurde, ist vielleicht ein Super Mystery Dungeon Port. Ich sag mal, ein Problem hätte ich damit auch nicht, aber ja. Schlechter als ein Remake oder ein neues Game. Was ich gar nicht fühlen würde, was leider möglich ist, Gen 9. Bitte nicht Gen 9. Das könnte nicht gut werden. Ich meine, auch wenn das Game recht rushed ist, mochte ich persönlich ja Pokémon Legends gerne. Wofür DLC auch eine Möglichkeit wäre, die ich ziemlich gut fände. Aber Gen 9 könnte nicht gut werden. Punkt. Nicht wundern, wir gehen gleich in Vollscreen, sobald es möglich ist. Geht halt nicht, bevor die Premiere losgeht. Und das würde ich halt gar nicht fühlen. So, Gen 9 könnte nichts werden. Punkt. Was noch möglich wäre, sind halt so ein Haufen andere Spin-offs, die es so gibt und nicht gibt. Okay, es gibt sie schon, aber 14 Minuten soll die Präsentation übrigens gehen. Das heißt, mein Call ist, sie werden. Was auch eine Möglichkeit ist, ist ein neues Let's Go-Spiel, Pokémon Let's Go 2. Und ich baller jetzt einen Hot Take raus. Ich glaube zwar nicht, dass Let's Go heute angekündigt wird. Aber sollten Sie Pokémon Let's Go ankündigen? Let's Go 2 wird nicht Johto. Wenn ich damit recht habe, müsst ihr alle abonnieren. Aber ich sage, Let's Go 2, wenn es angekündigt werden sollte, würde in Kalos spielen. In der sechsten Generation. Ja, und das ist jetzt mein Hot Take des Tages. Es wäre eine Sache, die möglich ist, aber mein Call ist, sie beginnen mit irgendeinem Spin-off, das mich nicht interessiert und leider nicht Mystery Dungeon ist, und gehen danach zu Legends DLC über, reden da eine Weile drüber, vielleicht ganz am Ende noch ein kurzer Let's Go 2 Teaser. Oder vielleicht, ja doch, das Spin-off, was mich nicht interessiert, könnte Meisterdetektiv Pikachu 2 werden. Das ist mein Call. Sie beginnen mit Meisterdetektiv Pikachu, gehen zu Legends DLC über und teasern am Ende noch kurz Let's Go 3. Nein, 3 werden sie bestimmt nicht zeigen, aber Let's Go 2. Ich habe schon auf Twitter auf dem Zweitkanal gepostet, wenn sie ein neues Mystery Dungeon ankündigen, dann muss ich eine Olima-Montage in Smash machen. Das ist das Einzige, was für mich gegen ein Mystery Dungeon sprechen soll. Ich will trotzdem Mystery Dungeon. Also, gleich geht's los. Ich bin gespannt. Wir sind auf dem englischen Kanal, aber ich denke, das ist jetzt kein Riesenproblem. Und ja, Premiere startet gleich. Ich bin gespannt, ich bin bereit, enttäuscht zu werden, obwohl ich nicht viel erwarte, weil ich habe zwar gerade natürlich einiges gesagt, was ich cool fände, aber erwarten von dem, was ich gesagt habe, tue ich im Prinzip nur eine grottenhässliche Gameboy-like Gen 9 mit gar nichts. Und vielleicht, dass sie irgendwie sagen, ja, Gen 4 Remakes, Darkrai und Shaymin Event. Woo! Das sind die einzigen Sachen, die ich, also auch nicht wirklich erwarte, aber das ist so ungefähr das Level, auf dem ich diese Direct vermute.
Und ich weiß zwar nicht, wie andere dazu stehen würden, aber nein, das ist kein hohes Niveau. Allein schon, weil Gen 4 Remakes, die jucken mich so unglaublich wenig. Oh, da kommt noch der Countdown und wir können jetzt zumindest mal hier in Fullscreen gehen. Bisschen die Lautstärke anpassen. Die Qualität. Es wird vermutlich ein bisschen laggen mal wieder bei mir, aber ja. Also, ich bin jetzt mal ein Twitter-User. Was können wir aus Ihrer Wahl dieses Countdowns schließen, was Sie heute ankündigen werden? Unten links sehen wir einen seltsamen Stern, was vielleicht auf ein neues Gen 7-Game hindeuten könnte. Die Spiralen oben und unten, also oben links, unten rechts. Gerade das unten rechts, das sieht relativ aus wie stark oder sah relativ aus wie starker Wind. Hier haben wir auch noch mal dieses chaotische oben die Wellen, was alles Zeichen sind, die relativ für Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam sprechen. Auch unten hier haben wir Wellen, sehr viel Blau für das Wasser. Ich interpretiere in nichts zu viel rein. Da links finden wir allerdings ein vierblättriges Kleeblatt. Was vielleicht Gen 9 Pokémon Glück und Pokémon Pech ankündigen könnte. Was kann man noch rausinterpretieren? Da unten, diese Linie wird gerade grün, genau wie Rayquaza. Let's go in Höhen bestätigt. Ich habe noch nie zu viele Theorien aufgestellt. Oh, jetzt hier ganz viel rauslesen. Oh Gott, da war ein Sturm. Mystery Dungeon. Ich meine das, falls das wem nicht klar ist, übrigens nicht ernst. Oh mein Gott, es ist Pokémon. Hello everyone, I'm Es Ishihara. ist Pokémon. Ah ja, und natürlich war Luigi als DLC, ist hoffentlich klar. Da oben stehen Gen 5, 6, 7 und 8. Ja, okay, darunter sind die anderen Gens. We've now reached our 26th year since the birth of Pokemon, thanks to the support of all you trainers around the world. Thank you, each and every one of you. Ja. Today, we would like to present the latest updates on a number of games. So I hope you'll watch to the very end. Mr. Utsunomiya, please take it away. Ach du meine Fresse. Hello. I'm Takato Utsunomiya from the Pokemon Company. Allow me to jump straight into sharing the latest updates with you all. First is an update on Pokemon Go. Ja, Updates, Pokemon Go. Wow! Yay. Gen 7. Pokémon that first appeared in the Alola region of the Pokémon Sun and Pokémon Moon games will be appearing in the world of Pokémon Go beginning March 1st. Until then, Alolan Dieses Bild. Pokémon Go. Ja, merkt man, wie begeistert ich bin. Ich habe Pokémon Go mal gespielt, aber ja. Now, I'd like to share some news about a few of our other games. Pokémon Sleep. Genauso gut. Yay. This February, Pokémon Masters EX celebrates its 2.5 year anniversary. Right now, as far as trainers go, there are over 142 in total. Okay, das wusste ich nicht. Okay, Ultra Nyxrosma. Powerful sync pairs from many regions have assembled on Victory Road, our newest feature. By completing Victory Road, not only can you team up with Cygnusuit Red, Cygnusuit Blue, or Cygnusuit Leaf, but you can also receive 5000 gems. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Starting tomorrow, May and Latias arrive. With das May ist, glaube ich, schon outfit, irgendwie angekündigt. This sync pair can turn the field of play into psychic terrain, powering up all psychic type sync pairs.
Skyla and Tornadus also debut, with Skyla in a special outfit. Ich mag diese Wolkenlegis gar nicht. Aber immer noch besser. Kleiner Spoiler für Legends. Also das Neue ist immer noch das schlimmste Pokémon, was man so haben kann. Wirklich, das ist mein neues Hass-Pokémon aus jedem Grund. Das im Game zu bekommen war schrecklich. Und es ist so unfassbar hässlich. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. We have a variety of other content lined up as well. Now is the perfect time to play Pokémon Masters EX. Ja, ne, Leute, guter Zeitpunkt, Masters zu spielen. Ich nehm's zurück, sie werden nur sowas ankündigen und dann ein schlechtes Gen 9. Das Einzige, was daran gut ist, sind manche Pokémon-Designs. Das Evoli fühle ich sehr. Da ist es wieder. Zeig mir mehr Evoli. Tu es! Mehr Evoli! Jawohl! Ja! Jawohl! Ja! Evoli! Ja, wen juckt's? Zeig uns Evoli! Its powerful skill will be very helpful in the new puzzle mode coming early 2022. Oh geil, Puzzle. Irgendwie bin ich heute Evoli. Irgendwie bin ich heute fucking sarkastisch. Kann das sein? Oh, das nehme ich auch. Das ist zwar kein Evoli, aber das ist auch super. And on your first login, you can get Bulbasaur's limited-time celebratory crown outfit. For the second event, there is an increased chance of shiny Piplup appearing. Starting es now, gibt Shinies in dem Game? Shiny Piplup will have a greatly increased chance of showing up at your cafe. Ich wusste nicht, dass es in dem Game Shinies gibt. And for the third event, you can use an 11 times express delivery item at no cost. We'll give you the chance to try out the new delivery feature 11 times. Krass. Doch. As the second anniversary of the game approaches this June, get ready to welcome tons of new Pokémon to the cafe. Dieses Mashok war irgendwie seltsam. Nintendo Switch systems and smart devices. Also, das könnte jetzt vielleicht manche freuen, aber bisher will ich ja nicht sagen, dass wie sage ich das am freundlichsten? Ich hatte dieses Jahr schon interessante Povi-Stunden. Und ich habe Povi letztes Jahr abgewählt. Okay, nee. Das ist ein krasserer Diss, wenn ich sage, ich hatte letztes Jahr interessantere Povi-Stunden. Ich habe einen Grund, das abzuwählen. Furthermore, there is a Pokémon Day event happening right now in Pokémon Unite. The mythical Pokémon Hoopa joins the roster during this event. Aha. Hoopa can warp ally Pokémon to other locations. Use blindsiding team tactics to get the drop on the opposing team. Using Hoopa's ich bin kein Experte für solche Spiele, aber es klingt fucking overpowered, oder nicht? While the Pokémon Day event is going on, all players can try out Hoopa. Clear all special missions, and you can obtain Hoopa's Unite license. Aha. All players that log in now will receive commemorative Pokémon Day trainer fashion items. Use this Pokémon Day event as a chance to experience the heated battles in Pokémon Unite. And finally, enjoy a preview of the next Pokémon that is slated to join Pokémon Unite in the future. Please continue to look forward to more content in the future in Pokémon Unite, available on Nintendo Switch and mobile devices. Next, allow me to share some news about the Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl games. Wer hat's gecallt? Ich hab es so sehr gecallt, dass sie einfach irgendwie... Das ist Shaman, ne? Ich hab's so gecallt! Und so wie ich das sehe, besteht das Event daraus, dass man da den Eich anspricht und dann kommt Shaman über eine fucking Brücke. Soon, we'll send out Oak's letter, an item that will allow you to encounter the mythical Pokémon Shaman within Pokémon Brilliant Diamond. Ach so, nicht mal Darkrai!
You'll be able to claim this item as a mystery gift later, after this presentation ends. You can add Shaman to your team and enjoy exploring the Sinnoh region together. Next up, we have some news about the Pokémon Legends Arceus game. Neue Gegend, DLC. Sorua in der Gegend? Das ist kein bereits existierendes Footage. Okay, das schon. What the... Okay, es wird Neues geben. Okay, einfach Alpha-Begegnungen im... Neue Story. Wow. Daybreak. Heute noch. Was bringt denn das jetzt? Okay, die spoilern einfach. Das meint ihr nicht ernst. Die fucking Palkia und Dialga Rematches waren schwer genug. We are pleased to announce the Daybreak update for Pokémon Legends Arceus, which will be available to players at no cost. You'll begin a new investigation into a curious phenomenon that is causing mass outbreaks of Pokémon across the Hisui region. Neue Story. You'll also be able to engage in new Pokémon battles together with your ally Pokémon at the training grounds. The Daybreak update will be available later, after this presentation ends. And as a Pokémon Day gift, we'd like to offer you some items that should come in handy on. Ich meine jetzt nicht der DLC, den ich mir erhofft habe, aber ist etwas. We hope you continue to enjoy your adventures in the Hisui region. Ich weiß. One more thing. We are pleased to announce that production of an online animated series set in the Hisui region has begun. This series will feature an original storyline and is anticipated to launch later in 2022. Please wait for future announcements to learn more. Das sieht kinda sick aus. What did you think? We hope you all look forward to how Pokemon games will continue to evolve in the future. Ich glaub dir nicht. We've shared with you today the latest information about a variety of our games. Nicht echt, ne? Up, we'd like to end this presentation by sharing one more video. Gen 9. Thank you for tuning in. Bitte nicht. Bitte nicht. Ein Film, Detektiv 2. Ist das Detektiv Pikachu 2? Warte, der wird jetzt nicht in den Fernseher eingesogen, oder? Nein! 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 Das sieht aus wie Legends. Das sieht genauso aus wie Legends. Nur mit Städten. Beziehungsweise der Mario Sunshine Stadt.
Ich meine, okay, ich mach Grafik nicht so viel aus. Ich finde, das sieht sogar ganz nice aus. Es hat was. Es hat was. Ich meine, Gen 9 ist jetzt wirklich das Letzte, was wir gebraucht haben. Und was ist dieses Charakterdesign? Irgendwie ist der mir sehr unsympathisch. Es ist Gen 9. Darf ich anmerken, dass ich gecallt habe, was drankommt, außer den Spin-offs am Anfang? Oh, das linke Viech will ich! Ich liebe das linke jetzt! Okay, und die Ente ist auch geil. Pokémon Scarlet und Violet. Ich bin sehr skeptisch. Ich bin sehr skeptisch, aber ich will dem Ganzen eine Chance lassen noch. Weil ich fand, das sah nicht so ich meine, grafisch ja, aber grafisch hat es einen sehr Legends-like Style und Legends fand ich auch geil. Und die Viecher sind ähnlich rumgerannt. Boah, was halt ich davon? Also ich sag's, wie es ist. Das Legends-Update ist ja nichts Besonderes. Alles andere, was da gezeigt wurde, juckt mich gar nicht. Und Gen 9, dass sie es bringen, finde ich sehr schlecht. Aber es sah nicht so scheiße aus, wie ich gedacht habe. Also, vielleicht versteht ihr mich falsch, aber diese drei Starter finde ich designtechnisch gut. Und ich fand das Weltendesign schön tatsächlich. Ich fand, auch wenn es natürlich unscharf war, recht pixelig, aber grundlegend, diese Stadt, sowas, das hatte schon geiles Design. Und wir haben gesehen, dass die Pokémon wieder auf der Welt rumlaufen, was sehr gut ist. Ich halte die Augen für Neues offen. Und damit endet auch diese Reaktion heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald und tschö mit Ö.